geht jemand um, übt Trompete. Direkt im Friedenspark. Und der Pinto hat erst gedacht, vielleicht ist das ein Tier, ein Elefant. Das ist nicht verstanden. Platz. Na du. Wir sind jetzt nochmal ins Rosental weitergegangen. Hier sind ein paar mehr Kontakte zum Sonntag. Ich habe einen neuen Freund. Hallo, wer bist du? Ein neuer Freund. Ja. Pinto, der checkt so ein bisschen, was hier so los ist. Wer bist du? Wer bist du? Sie sind auch immer nachmittags hier auf der Wiese, ja, zum Wochenende. Immer ohne Hund. Das ist okay. Früher mal. Nur zum Streicheln. Ja. Ja, wir kennen uns vom Friedenspark früher. Wir freuen uns immer, wenn noch so schönes Wetter ist und es relativ warm ist. Und es sind halt auch immer viele Hunde da. Auf der Fläche ist immer sehr schön. Naja. Ich dachte, ich mache mal eine Freude. Da kann man mal halten hier. Freut er sich. Ja, der Mann, den ihr zuletzt gesehen habt, der war immer auf der Hundewiese, wo wir gerade vorher waren, wo der Mann Trompete gespielt hat. Und der kam dann immer gelaufen und griff alle Hunde an und hat die gestreichelt und hat die halt lieb haben wollen. Und manche Besitzer waren dann eher sehr aggro, fass meinen Hund nicht an, was soll das jetzt hier? Auf der anderen Seite ist das natürlich auch mal ein gutes Training. Also erst jemand, wenn der Hund gegenschnappt, dann steht er halt wieder hoch. Solange er nicht verletzt ist, sage ich jetzt mal, ist alles okay. Und die Hunde lernen, auch wenn jemand vielleicht ein bisschen unkoordiniert ist, er will nichts Böses von mir. Und ich sag mal, hier in Leipzig, viele werden ihn kennen auf der Wiese. Ich habe schon so viele Begegnungen gesehen, wo er Hunde einfach anfasst, wo man denkt, boah, jetzt wird es gefährlich. Zur Not geht er halt einfach weg, sichert euren Hund. Aber ich würde sagen, habt keine Angst vor ihm. Er ist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal einen Hund gehalten hat oder wie es ihm geht, was da geistig ist er ja
ein bisschen eingeschränkt quasi unterwegs. Ist ja nicht schlimm, ne? Lasst ruhig die Leute auch ein bisschen an unserer schönen Hundewelt teilhaben. Ja, das wollte ich nur noch aufsprechen, dass ihr wisst, wo mir gerade jemand anders die Leine gehalten hat. Nächste Woche, Sonntag 10:30 Uhr, gibt es wieder mehr.